Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein paar Pakete bekommen und die werden wir jetzt mal mit euch zusammen öffnen. Let's go. Ich habe viele Fragen zum Thema Supplements auch bekommen und ich glaube eine Frage, die immer wieder gekommen ist, war, was für Supplements nehme ich wann? Und da haben wir ein Paket von LSP und das trifft sich natürlich perfekt. Gucken, ob ich das so mitnehmen kann. Ja, das trifft sich natürlich perfekt, das dann einfach mal mit euch zusammen zu unboxen, weil, ja, was gibt es für einen besseren Anlass, über Supplements zu sprechen, als ein Paket zu öffnen? Okay Leute, also vorab möchte ich als allererstes einmal kurz sagen, dass ihr für eure Ziele nicht zwingend Supplements braucht. Aber mir persönlich erleichtern Supplements das Leben einfach ungemein und deswegen nutze ich gerne Nahrungsergänzungsmittel. Und ja, ich bin froh, dass ich einen Sponsor habe wie LSP, die lokal hier bei uns in Bonn in der Nähe ihre Sachen produzieren. Die haben uns mit in die Produktion genommen. Wir konnten alles sehen und ja, da weiß man einfach dann so ein bisschen mehr, wo kommt das Ganze überhaupt her. Und das finde ich einfach mega gut. Wenn ihr auch Bock auf Supplements habt oder irgendwas braucht, ihr könnt gerne meinen Code benutzen. DAJA15 bekommt ihr 15% auf eure Bestellung und unterstützt mich dabei noch. Okay, ich möchte gar nicht zu lange quatschen. Ich habe gar keine Ahnung, was ich heute bekommen habe, weil meine Bestellung ist schon was her. Ja, umso spannender. Oat Kings Energy Bars, yeah. Okay. Ja, wie es aussieht, ist gar nicht so spannend. Ich habe jede Menge neue Shaker bekommen. Das ist auch extrem gut, weil ich bin so einer der Kandidaten, die ihren Shaker im Auto lassen, nachdem sie ein Protein drin benutzt haben und dann den völlig unbrauchbar machen. Also drei neue Shaker. Big 8, Apple-Geschmack, Green Apple. Big 8 nehme ich immer zum Training, also vorm Training. Das sind BCAAs und EAAs, also alle Aminosäuren, die ihr so braucht. Und ich finde es einfach praktisch, dass es ein Produkt ist, wo alles drin ist. Die nehme ich tatsächlich jeden Tag. Also echt jeden Tag einfach. Ihr habt super gute Werte, 0 Gramm Fett, 0 Gramm Kohlenhydrate, 0 Zucker, einfach nur Protein, ein bisschen Salz und ihr habt ja auf 10 Gramm 9,8 Gramm Eiweiß. Also viel mehr, ja, geht eigentlich nicht. Dann haben wir Milk and Honey Protein. Das ist mein Lieblings-Whey Protein irgendwie. Ich finde, das schmeckt so geil. Ihr könnt es auch super gut benutzen, wenn ihr mal keine Milch mehr für einen Kaffee habt. Funktioniert extrem gut. Und Vanilla Ice Cream. Okay, das sind meine zwei absoluten Lieblingssorten von Protein. Und ich habe eine Frage bekommen, wann soll ich Proteinshakes nehmen? Also erstmal, Proteinshakes sind super praktisch, wenn ihr irgendwie auf euren Proteingehalt kommen möchtet und einfach Schwierigkeiten habt, wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid oder so. Und die andere Frage, die ich bekommen hatte, war, zu welcher Zeit? Also ich nehme meine Proteinshakes immer nach den Workouts, weil vorher macht ja keinen Sinn, das macht nur den Magen voll und ihr habt dann zu verdauen, das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich finde, die beste Lösung ist, nach dem Workout das zu nehmen. Dann braucht euer Muskel auch am dringendsten die Aminosäuren, um das Ganze zu reparieren, was ihr da angestellt habt beim Training, und deswegen ist es einfach am praktischsten. Das war's auch schon. Aber es gibt noch ein paar andere Supplements, die ich wirklich jeden Tag nehme. Und die möchte ich euch noch kurz vorstellen. Ich gehe mal kurz zum Supplementregal. So, jetzt kommen wir eher zu diesen kleineren Produkten. Und zwar, was ich täglich nehme, ist Kreatin. Meistens in Kapselform. Ich finde es einfach praktischer, 5 Kapseln, 5 Gramm Kreatin zu nehmen, als in Pulverform. In Pulverform habe ich es aber trotzdem, falls ich mal die Kapseln vergessen habe oder so, dann haue ich mir jetzt einfach kurz mit in den Shake rein und gut ist. Kreatin
gibt euch so ein bisschen mehr Energie beim Training. Das heißt, wenn der ATP-Speicher leer ist, ATP-Speicher ist der Speicher, der bei der ersten Wiederholung sofort erschöpft ist. Und wenn ihr Kreatin habt, dann habt ihr einen Kraftzuwachs. Viele Leute reden ja immer von Wassereinlagerungen und so. Ja, es kann tatsächlich passieren, allerdings kommt das Wasser in den Muskel und nicht zwischen Haut und Muskel. Das heißt, es ist überhaupt gar kein Nachteil. Außer ihr müsst irgendwie leicht sein und ich finde eine Kreatinkur ist Quatsch, deswegen nehme ich 5 Gramm Kreatin jeden Tag. Außerdem nehme ich Omega-3 Ölkapseln, weil ich wenig darauf achte, Omega-3 durch normale Nahrungsmittel zu mir zu nehmen. Es gibt so manche Mikronährstoffe, da kann ich einfach nicht so gut drauf achten in der Ernährung. Es ist mir zu kompliziert, zu anstrengend auf das zu achten. Und das supplementiere ich dann. Außerdem nehme ich Zink fürs Immunsystem und soll ja auch für den Testosteronhaushalt nicht schlecht sein. Wenn man da noch zusätzlich Tribulus zum Beispiel nehmen möchte, kann man das auch gut machen. Aber in erster Linie Immunsystem, dass man nicht krank wird. Es gibt nichts Schlimmeres als in der Diät zum Beispiel wie jetzt krank zu werden und dann wirft es euch alles zurück. Außerdem 100% vegane Kapseln. Ich habe mich auch dazu entschieden, halt keine veganen Proteinshakes zu nehmen. Wenn ihr einen veganen Proteinshake kennt, der schmeckt, dann sagt mal Bescheid. Aber ich habe noch keinen gefunden. Die schmecken alle echt so ein bisschen nicht so lecker. Kennt ihr ja aus dem 30-Tage-Vegan-Selbstexperiment, wie das Ganze schmeckt. Ja, wenn ihr sonst noch Fragen zu Supplements, Nahrungsergänzungsmitteln habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde euch gerne jede Frage beantworten. Der Schrank da hinter euch ist voll mit Nahrungsergänzungsmitteln. Wir können auch gerne mal ein Gewinnspiel machen, fällt mir so ein. Ich würde sagen, gib mal 50 Daumen nach oben und dann haben wir ein Gewinnspiel raus. Okay Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao.